Hallo Freunde, willkommen zurück bei LEGO Racers 2. Ich bin immer noch nicht alleine, nein, obwohl der Tobi diesmal fehlt, leider. Aber wir haben immer noch einen anderen Kommentator. Genau, ich bin immer noch da und werde mal versuchen, das wieder hier einen recht guten Kommentar mit abzugeben, der nicht allzu sinnlos dann erscheint. Ja, und es ist natürlich aufgefallen, dass ich viel zu leise war, eher viel zu laut in den letzten Folgen, deswegen habe ich das ein wenig umgestellt. Ich hoffe, das merkt man, ich hoffe, das ist vernünftig. Ja, wäre auf jeden Fall gut, weil dein Kommentar ist noch etwas wichtiger als meiner. Genau, meiner ist wichtiger und wir können immer noch so schön hin und her wackeln. Das sieht ein bisschen wie ein Begegnis aus, aber egal, wir wollen einfach auch mit dem Typen hier reden. Hallo, Spud! Hi, Spud. Du hast genug goldene Steine verdient, um nach Dino Island zu kommen. Möchtest du jetzt dorthin? Ja! Ja, Tatsache! Es gibt einen mega geilen Tor. Vorgerendert, das ist ein kleiner Typ, der jetzt gegen mich spielt. Ich hoffe, dass du da drüben in Hannover den Film aussehen kannst. Es geht, ja, also er läuft halt zu stocken. Ich meine, das, was jetzt gleich kommt. Ach so, was jetzt gleich kommt. Ja, den sehe ich. Jetzt ist das jetzt schon der Film? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein. Noch nicht. Noch immer nicht. Ein kleiner vorgerenderter Film, der gleich kommt. Du wirst auch sehen, dass er eine deutlich andere Grafik hat. Ach so. Okay. Ah, der. Aha. Den Ton hörst du ja leider nicht davon. Nee, den höre ich leider nicht, aber ich sehe zumindest das Bild, das ist ja auch schon ganz gut. Das, und ich sag das dir dann, ja schon was. Leider verpasst du dabei wirklich was, weil die Musik nicht so gut ist. So genial. Echt? Sowieso, dann ist ja gut, dass ich stehen geblieben bin. Die ist voll von toller Musik. So, und da wir jetzt auf einem neuen Gebiet sind, brauchen wir ein neues Auto. Yay! Kann man hier so sich neue Sachen zusammenbasteln, hier ein Panzer und so. Ach, ist das ja geil. Das fand ich auch richtig Hammer. So ein schön Geländewagen wäre jetzt natürlich, ja. Oder so ein, hier so dieser dreieckige, dieser Dreieckspanzer, sag ich da. Der, also so ein Geländemobil halt. Oh Mann, was wir so haben? Ich glaube, ich muss jetzt nicht so weit zu hier was. Ich will Kisten haben. Einfach Kisten. Ja, wo du dann wieder die Bierflaschen alle reinpacken kannst, ne? Ja, genau. Geht aber nicht hin. Vielleicht muss da noch irgendwas zwischenpacken oder so. Da muss schon mal etwas zwischen, ja. Aber kann Zäune draufbauen. Ja, Zäune. Zäune. Ein paar Zäune. So, zwei Zäune drauf. Ich finde das wunderschön. Aber... Du kannst noch einen quer draufsetzen. Das müsste eigentlich von der Länge auch noch passen. Nein. Nein, das lassen wir mal. Also... So, was haben wir hier noch? So ein Ding? Was auch immer das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendeine Antenne oder sowas? Wahrscheinlich. Kannst du dann den Polizeifunk mit abhören? Oder den Jurassic aktuell Sender. Irgendwie sowas, ne? Ja. Es gibt nur keinen Punkt, wo ich das Ding hinsetzen kann. Da muss wahrscheinlich auch irgendwas noch drunter oder so. Jetzt kann ich noch tausende von den Dingern hier bauen. Ja. Die habe ich früher bei diesen, bei den echten Lego-Autos auch immer vorne drauf geklatscht, ja, und hin, so immer aussehen. Die ganzen Motorsachen. Aussehen, deswegen. Boah, das gerne ja, das stimmt. Ich wo ich sagen muss, die Neon sind. Ah, da gehen sie hin. Ah ja, weil sonst kommen sie an die Reifen dran, deshalb kannst du sie auch nicht tiefer bauen. Ja. was haben wir noch? Ja, also es ist auf jeden Fall sehr schön, dass du dein Auto mal gut sicherst, dass es auch im Straßenverkehr gut zu erkennen ist.
was die Farbe angeht und das Blinken. Ich kann hier wieder nicht hinbauen, warum auch immer. Die gehen aber hin. Einfach zwei Hebel da hin. Oh, der Hebel, da kannst du nochmal einen Gang hochschalten dann. Und dann bauen wir uns noch solche Dinger hin, die machen das Auto immer schneller. Ja. Das, die Bretter dann richtig. Wie zoom. Na. Das sieht doch. Ach, so eine Rückleuchte. Wahrscheinlich. Ah, geht auch dahin. Ja, ein Nummernschild. Ein Nummernschild, ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, straßenverkehrstauglich, ne? Muss es sein. Ja, und natürlich. So. Hier, so ein Ding kann ich auch noch reinbauen, will ich aber gar nicht. Ach, dann hast du da. Ist das jetzt eine Pistole für zwischendurch? Scheiben brauche ich eigentlich keine. Deswegen aber auch das hier vollkommen uninteressant. Ach cool, da ist auch noch ein voll cooles Frontlicht gewesen. Das kann man natürlich auch noch nehmen. Oh, jetzt noch so zwei Teile dahin. Habe ich hier noch so Ersatzreifen? Ein bisschen zu groß. Ich glaube, ein bisschen zu sperrig. Ja. Passt den nicht ganz hin. Außerdem, wo willst du einen Ersatzreifen brauchen? Du brauchst höchstens Ersatzlaufband. Ja, stimmt. So, das passt da noch hin und jetzt ein Teil können wir noch irgendwo hinbauen. Ein Teil. Ja. Ja. Das da. Dann gucken wir mal, was da noch hast. Ja, genau, wieder eine alte Bierflasche oben drauf. Und damit ist das Auto auch fertig. Siehst du? Ja. Fertig? Ganz sicher? Das sieht auf jeden Fall echt gut aus. Ja, es ist auch jetzt etwas flacher und etwas stylischer, ne? Abgefahrener Schlitten. Ja, ja. Ist sehr windschnittig auf jeden Fall auch. Wir haben wieder eine kleine Änderung. Ich bitte die Uhr, aber auch hier schnappt man sich diese Teleportale hier hin. Und wo man einen goldenen Stein gewonnen. Ach, das ist ja witzig. Sparky reist auch immer mit dir mit, ne? Ja, und der ist überall zur gleichen Zeit. Der ist wie so ein Film. Der ist echt ein Held. Was ist der eigentlich? Samson ist das, genau. Samson ist das hier endlos. Und da geht jetzt zurück nach Sandy Bay. Komm, zurück nach Sandy Bay, da hinten. Du kannst jederzeit mit Wahrheit und nicht das Tor da drüben. Da drüben, genau. Ich bin ja immer Hilfe da! Hilfe von dir? Ja, geil. Schnell kann man nicht vorbei. Nein, sie liegen noch überall. Ja, das stimmt. Zeit öffnen. Einfach suchen, wenn du etwas brauchst. Ah, endlich kann man sich da frei bewegen. Ich hab ein bisschen gedauert. Ich finde ja lustig, dass sich keiner die goldenen Steine selber holt, wenn, wenn die Bewohner wissen, wo es die sind. War kein Schwert. Echt? Ja. Aber es gibt ja nur 35 eigentlich, ne? Das heißt, so viele können auch nicht irgendwie. Sollen wir zuerst mal die in der Welt finden oder erstmal Rennen fahren? Ach, ich glaube, auflockern, wie viel Zeit hast du noch? Ich habe jetzt ja nicht drauf geachtet. Könnte das für ein Rennen reichen wahrscheinlich, ne? Das lockert das ja jetzt dann erstmal wieder ein bisschen auf hier, dass wir wieder ein Rennen drin haben, ne? So, legen wir los mit dem Rennen. Okay. Oh, da ist jetzt sogar mehrere. Ich glaube, ich bin sehr stabil. Na, dann nimm oben durch. Geht nicht.
keiner fährt. Ja, wahrscheinlich kommt erstmal gleich ein Countdown. Ach, hier fährst du jetzt schon echt gegen solche Aliens. Ich dachte, hier fährst du gegen Dinos. Die sind jetzt mehr als ein Gegner, oder? Ist das jetzt so geil? Ah, okay. Das heißt, die stören dann möglicherweise. Ja, ja, genau, das ist jetzt irgendwie offen. Und einfach mal unten runter durch zu machen. Warst du nicht da in einem der letzten Rennen über ihn rübergeflogen? Nee, da warst du auch, glaube ich, runter durchgezischt, nachdem du abgeschossen hattest, glaube ich. Weiß ich nicht mehr so genau. Ja, das stimmt. Aber immer noch gerade so rechtzeitig, dass die Folgen auch wieder rauskommen können. Das ist ja schon ganz gut. Nein! Tschüss! Wo der herkam. Ja, der ist irgendwie so ein bisschen abgebogen. Aber, ja. Oh, du hast eins von deinen roten Teilen verloren und vor allem deine ganzen Lichter sind. Nein, ich hab noch zwei Lichter. Echt? Ach ja, stimmt, da die beiden vorderen, ja. Die hinteren sind aber leider weg. Leider ja, weg und mein Kennzeichen fehlt. Ah! Das Kennzeichen geht erstmal. Mein gemeiner Kerl. Unser fetter, kommt der Tino gelaufen. Ja, wenn du keine, jetzt hast du ja nicht mehr so schöne Rücklichter, ist dein Auto gar nicht mehr so verkehrstauglich. Das ist doof. Oh, na, das sieht doch noch ganz gut aus. Eine Runde hast du ja auch noch. Also, beziehungsweise anderthalb jetzt noch etwa, ne? Ja. Ja. Ja, hoffentlich hältst du das auch. Ja, du solltest nicht da irgendwie gegen den Zaun fahren. Das ist ja ein bisschen gefährlich. Diese zwei gelben Steine heißt jetzt, dass du schon zweimal getroffen wurdest, ne? Autsch. Ja, okay. Allerdings sieht dein Auto so aus, als ob es nicht mehr wirklich viel aushält. Du musst irgendwo mal reparieren gehen. Also ich habe das schon Zaun bislang ja gehört. Ah! Also das ist ja nicht so langsam. Run, Forrest, run! Ja, wie viele Gegner hast du? Zwei nur oder mehr noch? Sechs, okay. Ah, okay. Aber was ich als Männchen auch das kann, heißt, das sieht gerade sehr gut aus. Du schaffst das! Na gut, du musst natürlich noch ewig fett laufen, aber die Kurven kannst du natürlich schön eng nehmen, gefahren, das ist natürlich... Es lauft dir da beide lang, ach, das ist ja herrlich. Was ist das denn? Das ist ja Hölle, das ist ja hier Tierweide, das geht ja nicht. Wie nimmt der denn einfach eine Stufe? Er hat mal eingesackt. Ich bin immer noch nicht letzter, hinter uns ist noch einer. Ja, ruf mal den Taxifahrer auf, weil ihr vielleicht... Ah, guck mal, er ist nicht durch das Ding hier gekommen. Läuft da vorne immer noch. Ich glaube, du bist immer noch fünfter, aber jetzt hast du immerhin dein Auto auch wieder. Sollte noch irgendwie hinhauen. Allerdings, das Ziel ist auch nicht mehr so wahnsinnig weit weg, glaube ich. Alle anderen sind schon durch. Ja. Ich kann nichts machen, aber wir haben ja... Schade, für einen goldenen Stein reicht das leider nicht. Ja, genau, da kann man ja dann entweder das Scan nochmal wiederholen oder so. Schade, vierter Platz. Oh. Wir sind am Ende. Das passt ja so gut. Ja, genau, dann können wir erstmal ein bisschen Kraft. Und dann sehen wir uns dann wieder. Ich sag tschüss. Ja, ich auch. Auf Wiedersehen. Ah, ich dachte.